Und wir sagen Ihnen heute noch, warum der Prozess gegen den Grazer, dem vorgeworfen wird, bei einer Amokfahrt im Vorjahr 3 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt zu haben, möglicherweise ohne den Angeklagten stattfinden wird, nach den Meldungen des Tages. Die EU hat weitere 348 Millionen Euro an Hilfsgeldern für syrische Flüchtlinge in der Türkei beschlossen. Es handle sich um das umfangreichste Hilfsprogramm, das die EU je finanziert habe, so der zuständige Kommissar Christos Stylianides. In der Türkei sind gut eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres mehr als 11.000 Lehrer suspendiert worden. Die Regierung verdächtigt sie, die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans PKK zu unterstützen. Präsident Erdogan spricht von der größten Offensive gegen die PKK in der Geschichte des Landes. Frankreichs Präsident François Hollande hat das bisher deutlichste Anzeichen geliefert, 2017 noch einmal als Präsidentschaftskandidat antreten zu wollen. In einer Grundsatzrede betont er, Frankreich in den nächsten Monaten und Jahren nicht zugrunde gehen zu lassen. In den französischen Alpen stecken knapp 50 Passagiere einer Seilbahn in den Gondeln fest. Die Gondeln waren am Nachmittag angehalten worden, nachdem sich 2 Kabel verheddert hatten. 3 Hubschrauber sind im Einsatz, um die Menschen aus den Gondeln zu befreien. In einer spanischen Stadt in der Nähe von Sevilla ist ein österreichisches Ehepaar tot in seinem Haus aufgefunden worden. Die etwa 70-jährigen Pensionisten wiesen massive Kopfverletzungen auf. Die Polizei geht von Raubmord aus. Startenor Johann Botha ist heute im Alter von 51 Jahren gestorben. Der aus Südafrika stammende Sänger war seit 1996 an der Wiener Staatsoper aktiv und wurde vor allem als Wagner- und Strauss-Interpret bekannt.